Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe, ihr auch. Hi! Wenn das nicht anders ist, dann ist vorbeischaust. Okay, schon vorbeischauen, heute gibt es ein Kreisrundengeschenk. Amüsier dich gut. Werde ich doch hoffentlich, wenn du mir wieder einen roten Bonus gibst. Nee, Quatsch, muss nicht sein. War überraschend gestern auf jeden Fall, aber es hat auf jeden Fall ja auch geklappt. Bin ich ganz froh drum. Ein 4-Runden-Kran komplett. Wenn ich heute einen bekommen würde, könnte man sogar den spielen. Und das Ganze läuft langsam, weil es hier immer... Ja, weil der Kran aus irgendwelchen Gründen ziemlich in Zeitlupe spielt. Liegt vermutlich eher daran, dass hier das Ganze nach unten drückt. Aber ja, einfach mal durchgucken und hoffen, dass wieder was gefunden werden kann, was man komplettiert, mehr oder minder. Den könnte man vielleicht sogar in 3 Runden komplettieren, wenn man ja, wenn man ein bisschen Glück hat. Hier eher in 4. Ja, ist immer so die Überlegung, dass man halt, ja, wie viele Runden braucht man. Ansonsten braucht man eigentlich wirklich nur einen kurzen Blick und stellt sofort fest, okay, das wird nix. Der wäre vielleicht eine Idee. Am Ende gucke ich eh wieder durch, ihr wisst es ja. Aber ansonsten, ja, immer wieder schön, wenn man dann halt Stück für Stück dann auch wieder die kompletten Sachen sieht hier, besonders. Vor allem fragt man sich dann auch manchmal, wie habe ich das denn geschafft? Ja, manchmal mit 2 oder 3 Versuchen insgesamt, also halt mehrere Tage in dem Sinne. Ach, die ja, die lässt sich so schwer da rausziehen, ja. Okay, aber gut, dann gucke ich nochmal genauer durch, weil ich spielen möchte, also bis gleich. So, ja Leute, ich probiere diesen Kran hier nochmal. Ist zwar vielleicht ein Risiko, aber ich möchte es gerne so machen, dass ich mir diese Marke hier greife. Dass ich dann halt hier dann Platz habe zum Reingreifen. Ich denke, wenn ich die hochhebe und rüberheben kann, wirft die ja sowieso runter oder er bleibt dann hier liegen. Aber ich glaube, dass man die halt nur rausziehen kann, wenn man halt hier Platz hat, dass man halt hier auch, dass der Greifer hier gerade runter geht und nicht so schräg. Weil sonst zieht er hier dagegen und dann, ja, und dann passiert da nicht viel. Deswegen hoffe ich mal, dass das irgendwie so klappt. Bitte, bitte. Wenn nicht, dann, ja, Tag verschenkt. Aber... Wenn man Risiken macht, dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass es halt nicht klappt. Ui, ist auf jeden Fall interessant, dass er die Marken hier links runtergeworfen hat. Okay, also der Griff war auf jeden Fall fast schon zu perfekt. Okay. Jetzt natürlich die Frage, ob ich die rausziehen kann. Beim letzten Mal hatte ich Probleme. Ja, mehr wie ausprobieren können wir es ja nicht. So, bin ich mal gespannt, ob das klappt. Am Ende ist es vielleicht ein 2-Runden-Kran und... Ja, oder, ja gut, hier könnte man vielleicht auch mit links rechts Bewegungen arbeiten, aber ich bin froh, dass es geklappt hat. Warum nicht gleich so? Immer ewig überlegt, paar Mal gefailt und da hätte es so einfach sein können. Ja, also die da hinten, die sind zwar ein bisschen eingeklemmt, aber ich denke mal schon, selbst wenn man halt hier vielleicht noch eine Runde hätte, dass man halt hier den hochhebt und dass dann die rüberrutscht und wenn er dann runterfällt, dass sie dann auch noch mit rüberrutscht, sollte man den zum ersten Mal spielen. Also ja, der erste Griff war wohl hier besser. Ach ja, da sieht man mal, wie leicht ein schwieriger Kran sein kann, wo man halt ein paar Probleme hatte. Aber dann gehen wir trotzdem mal zum Training und gucken, dass wir vielleicht noch eine Runde kriegen. Hier ist der Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Naja. Was soll ich denn da üben? Dass ich hier 5 Marken kriege oder was? Oder 6? Na gut. Ah, ich meine, na gut, da kann ich ja nochmal gucken, ob ich vielleicht das von gestern nur Glück war oder ob ich Stabkrähen immer noch kann in dem Sinne. Aber das Problem ist halt hier, wie ich halt schon gestern gesagt habe, je nachdem, wie tief die Marken sind, das ist halt schwieriger, wann man loslässt. Deswegen einfach mal, ja, es richtig spielen, viel zu früh loslassen. Ich sollte nicht reden dabei, das ist schlimm. So, jetzt aber. Weil an sich sind ja die Stabkrähen nicht schwer, es hat halt nur eine Timing-Sache. Also da ist es schwieriger, wenn man auf Glück irgendwas greift, aber ja, was wir machen. So, seht ihr, und schon geht das Ganze. Ja gut, eine Marke mehr hätte ich dann am Ende rausholen können, aber das ist halt auch immer so die Sache. Man kann zwar den Kran dadurch üben, aber man kriegt halt trotzdem nicht viele Marken raus. Deswegen, ja, eine Runde mehr. Jetzt müsste gerade nochmal einen roten Bonus aufploppen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Aber gut, jetzt haben wir noch eine Runde und ich kann natürlich dann wieder auf ja, irgendwas testen, denke ich mal, weil ich glaube nicht, dass ich mit einer Runde irgendwas kriegen kann, aber trotzdem mal nochmal durchgucken. Go, go, go. So, ja Leute, ich spiele diesen Kran hier nochmal. Einfach, was heißt nochmal, zum ersten Mal. Mit einer Runde kann man hier wohl vielleicht, ja, Rihorn bekommen. Denke ich mal, also wenn ich halt hier so rüberschlage, dass sie vielleicht hier mit runterfällt. Ich hatte es ja einmal beim Training, dass ich es geschafft habe, hier, dass dann die 3 Marken runtergefallen sind. Und dann habe ich dann hier 2 Schläge gehabt, dass dann halt der Rest runtergefallen ist. Also 3 Runden eigentlich. Aber wenn halt die weg ist, dann kann man beim nächsten Mal direkt hier von unten schlagen. Das wäre dann so die Idee. Gucken wir einfach mal. Und wenn nicht, wie gesagt, eine Runde. Die hätte ich auch nutzen können für den Fire Emblem Kran, deswegen bin ich ein Schuss aus zufrieden. Oder, ja, oder
Nidoking fällt runter, auch nicht schlecht. Okay, alles klar. Bei dem Kran ist da übrigens so die Sache, dass dadurch, dass halt hier jetzt Kagama rechts liegen bleibt, wenn man halt mal nichts mal spielen sollte, meine ich damit, dass man halt hier entweder mit links rechts Bewegung arbeiten kann oder man schlägt hier zuerst rein mit der zweiten Runde und guckt, dass dabei dann halt vielleicht die so ein bisschen rüberrutscht. Einfach nur mit dem Gedanken, dass dann, stell dir mal vor, das wäre frei, man schlägt hier dagegen und zum Beispiel hier als Nobilicat würde dann oben drauf liegen bleiben. Hätte man dasselbe Problem. Aber gut, ist ja an sich keine schwierige Marke dann zu bekommen, ja. Aber ich bin zufrieden, weil, ja, dann haben wir den ein bisschen vorbereitet, also müssen den, ja, den oben nicht mehr schlagen, denke ich mal, passt doch soweit. Und dann gehen wir nochmal in die Sammlung. So, da haben wir den Fire Emblem Kran. Sehr schön. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich es in zwei Runden schaffe, also die eine Marke da rauszuziehen. Aber ich bin trotzdem froh, dass es dann geklappt hat. Sehr gut. Und damit haben wir ja Set Nummer 383. Ich glaube, es kann gut sein, dass wir trotzdem noch die 400 erreichen vor den 1000. Wäre auf jeden Fall sehr schön. Und ja, dann hoffe ich, hat der Paar wieder gefallen. Und ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also an sich, ja klar, Standard, Dabkran. Maximal, was man rauskriegen kann, ist 7 Marken. Ich habe 6 bekommen, aber ja, ihr wisst ja, wie es ist. Bei solchen Kränen kriegt man nicht so viel. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.